Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Origins. Wir sind immer noch im Memphis, beziehungsweise bei Memphis. Und wir machen jetzt weiter mit unserer Quest, nachdem wir einmal kurz unsere Fähigkeiten gucken, dann haben wir 3 Skillpunkte. Das heißt, wir können uns einen coolen Skill kaufen. Und habe ich Schlafpfeile? Ich habe keinen Schlafpfeile. Ja gut, das hätte ich vielleicht vorher wissen sollen. Haben wir was anderes Cooles, was wir machen wollen? Pyromane, Feuerschaden, das ist natürlich cool. Den benutzen wir tatsächlich auch. Oh, das ist cool. Und muss ich das jetzt machen? Ja, komm. Dann gehen wir erstmal auf das hier. Scheiß auf Tierdomtor, das ist eigentlich nur Quatsch. Und ich kann mir aber auch noch Schlafpfeile. Ich kaufe schon mal Schlafpfeile. Also, wenn ich es irgendwann brauche, okay, habe ich das halt irgendwann. Verwesungsgift brauchen wir eigentlich nicht. Okay, und hier ist noch, die Statue des Chnum oder so. Und ja, stimmt, wir können auch herstellen. Wir können unsere Klinge verbessern. Das machen wir einfach mal. Denn jetzt haben wir eine Legendary Klinge schon. Also eine, ist das legendär? Ja, legendär. 4 Stufen haben wir noch. Wir bräuchten noch hartes Leder. Das heißt, wir können mal gucken, ob hier was ist. Ist hier hartes Leder irgendwo? Na, da hinten im Wasser. Kann ich natürlich noch holen. Dann können wir unsere Klinge gleich nochmal verbessern. Aber dann haben wir kein Kohlenstoff, beziehungsweise kaum noch Kohlenstoff. Ich glaube, maximal für eine Sache noch. Müssen wir mal gucken. Ist das hier vor uns das Krokodil? Oder ein Nilpferd? Okay, ist einem hartes Leder immerhin. Hätte vielleicht direkt ein Boot nehmen sollen, anstatt hier hinzuschwimmen. Stimmt, wir hatten ja auch unser Boot noch. Auf der Insel. Die Statue. Ich werde sie dem Seher bringen. Ich nehme immer noch am gleichen Tag auf. Ich habe eine kurze Pause gemacht, ein kurzes Snack reingepfiffen. Und jetzt wollte ich nochmal gucken, wie weit ich aufnehme. Oder wie viel ich aufnehme. Also mindestens ein Part auf jeden Fall. Dann bin ich in meinem Soll-Wollen, sage ich mal. Also soll es ja, dass ich das machen sollte, müsste, aber das ist ja mein eigenes Ziel. Da hätte ich halt, oder habe ich das dann überhaupt? Ich glaube, mir fehlen noch ein paar. Ich müsste 5 aufnehmen, weil ich nur 2 vorher hatte. Das heißt, hier noch sollte ich noch mindestens einen aufnehmen, um zu meinem Ziel zu kommen. Okay, ich glaube, es macht gar keinen Unterschied, was für einen Angriff wir machen. Ob stark oder schwach, im Wasser machen alle irgendwie ähnlich viel Schaden. Aber auf jeden Fall haben wir das schon mal geschafft. Wir können die Klinge, glaube ich, auch gleich schon aufwerten, oder? Wie fehlt jetzt noch? Noch 2. Ah, ne, nee, wir haben dann nur noch 2 Kohlenstoff über. Aber die Klinge ist natürlich auch cool, vor allem wenn man einen starken Gegner hat, dann kann man sie in die anschleichen, die einfach töten. Und, ja. Weiß ich nicht, ob sich das überhaupt lohnt. Hier ist deine komische Statue, mein lieber Freund. Chnum, Schöpfer der Kinder. Chnum, ah, okay. Er wird an deiner Stelle gegen Apophis kämpfen. Der Ritus braucht deine Willensstärke. Ach, nö. Sitze an meiner Seite und meditiere, während ich zu den Göttern spreche. Ja, können wir gerne machen, mein Freund, aber auch nur, wenn dann noch Schluss ist. O Licht, tritt hervor, O Licht. Ah, das war so, ne? Ja. Der Seher ist fort. Wie kam er von der Insel? Vielleicht ist er geschwommen? Er hat unser Boot geklaut? Unser Boot stand da vorne. Er hat er wahrscheinlich genommen. Haben wir noch eine Quest jetzt? Sollen wir nochmal den Seher? Nein. Das heißt, wir machen erstmal Time Hoteps Lied. Und dann machen wir weiter mit der Hauptquest. Ja, erstmal kurze Routenplanung. Ich würde sagen, wir fahren dann die zweite rein. Die erste ist ja hier. Oder so. Und einfach nur dem Flussverlauf folgen. Nicht dem Straßenverlauf. Ist ja keine Straße. Aber fast.
Fährt hier einfach random so ein großes Schiff lang, was nicht mal Gegner sind? Ist natürlich cool, weil... Ja, sieht halt cool aus und ich dachte, bis ehrlich gesagt, die machen das nicht. Aber passt ja auch zu Memphis, dass vielleicht... Okay, in Alexandria wird es halt auch Sinn machen. Aber halt nicht an irgendeinem so random kleinen Dörfchen, dass da so ein großes Schiff anlegt. Das hat ja sonst nichts zu tun. Ich weiß so echt nicht, wo die komische... Mich überdrichte ich? Ja. Wo das Papyrus-Rätsel mich hinführen sollte. Ich habe schon wenig geguckt, wo ich lang soll. Ich glaube, ich muss runter, ne? Ja. Weil das Papyrus-Rätsel sagt ja, welche zwei komischen Figuren gucken aus Wasser und zu dem versunkenen Bruder soll ich gehen. Aber die einzigen, die ich gesehen habe, haben keinen versunkenen Bruder. Jedenfalls wissen nicht, wo der ist. Man kann übrigens auch nicht bestimmen. Man kann einfach so das Boot steuern. Also ich halte es einfach nach vorne gedrückt und Mike fährt halt nach vorne. Das weiß ich jetzt nach knapp 100 Stunden in diesem Spiel. Ich habe vorher halt einfach RT gedrückt, weil es halt schneller ist und weiß ich nicht, man bewegt sich ja sowieso schnell mit dem Ding. So. Ich glaube bei dem... Ne, haben wir nicht bei dem Schneider. Irgendein paar Tage am Anfang bei einem Schneider, bis man vom Schneider. Das war auch nicht von der Brücke, ich glaube das war nicht der hier. Du hörst doch, weißt du, die fahren alle in der Mitte der Straße, fahrt doch mal irgendwie so links oder rechts, also von mir aus könnt ihr auch Linksverkehr machen. Aber bitte Irgendverkehr und nicht einfach random in der Mitte fahren. Also das hier könnte auch irgendwie Ostkanal sein, aber ich glaube nicht, dass sie versunkene Bruder haben, weil da sind auch wieder zwei Statuen. Hier ist schon wieder irgendein Apis-Scheiß. Hier gibt es nicht mehr was. Okay. Gut zu wissen. Ich hätte gedacht, hier gibt es irgendwas. Also wegen Apis-Scheiß, wegen diesem dummen Stier hier. Oh, hier ist sogar ein Schmied-Typ. Ich habe, was du brauchst, Heimhotep. Der Seher hatte recht, als er dich Erlöser nannte. Mein Ritual muss im Schatten des Mondes stattfinden, am Fuße der Djosa-Pyramide. Wirst du mich und meine Magd so lange beschützen? Auch auf der Straße lauern womöglich Gefahren. Ja. Gerne. Dann reiten wir zur Pyramide und warten auf die Nacht in all ihrer Pracht. Es ist nachts. Sei gegrüßt, Freund. Majestät und wahrer Freund. Auf bald. Die Gegend ist gefährlich. Warum nicht mehr warten? Ich denke mal, dass wir jetzt irgendwo hier reingehen in Nomosaka. Oh, so ein kleines Gebiet, geil. Fühl ich. Er reitet halt einfach ohne mich schon weg. Ist seine Magdum schon auf dem Weg? Ne, hier gar keinen Bock mitzukommen anscheinend. Geil. Fühle ich. Niemand darf von dem Ritual wissen. Reisen wir deshalb. Achso, die sitzen hinten drauf bei ihr. Ja, es ist riskanter, aber diskreter. Dass er keinen Sohn hat, verringert das Ansehen meines Gatten. Wenn die Leute von den Kindern wüssten, die ich verlor, würden sie sehen. Wie sieht es denn hier aus? Okay, hier gibt es Pyramiden und viel nichts. Okay, und hier unten ist noch ein Typ, den wir, glaube ich, noch nicht töten können. Welche Level sind wir denn? 31. Meine Mühen bringen Schande über ihn und über mich. Nebet, es ist nicht deine Schuld. Still, Mara. Ich weiß, du meinst es gut, aber die Rollen sind eindeutig. Die Frau bestimmt das Geschlecht des Kindes. Ich glaube das nicht, also Nebet. Banditen? Wir sollen nicht dahin reiten. Das haben wir doch schon besprochen. Lass uns jetzt lieber schweigen, für den Fall, dass es nicht nur freundlich gesinnte Ohren gibt. Gute Idee. Du hättest nicht hinkommen sollen. Okay, den Schatz können wir uns holen demnächst. Ich reib mal nicht durch diese Leute hier. Ich find's auch gut, dass du es anscheinend gar nicht interessiert. Hey. Hey, sei mal meine Wache. Ich muss hier so ein Ritual machen. Aber hier sind überall Gegner. Die sind mir, die sind komplett egal. Also die stören mich nicht. Komm einfach nur, um die scheiße Region hier zu erkunden. Geil. Okay, ich denke mal, wir müssen zu dieser hässlichen Pyramide hier, die anscheinend nicht fertig ist oder vielleicht auch hässlich gebaut wurde. Weil die anderen sind halt cool, weil die halt so Pyramiden sind. Das ist ja einfach so Abstufung. Sieht aus wie so ein Maya-Ding.
Okay. Da wären wir. Mein Schwert steht zwischen deinem Ritual und allen, die es bedrohen. Wir haben gerade ein... Möge dich segnen. Wir haben ein Schwert. Aber wir haben auch eine riesige Axt. Und ich glaube, das riesige Axtding ist vielleicht besser geeignet dafür. Ich würde sagen, wir gehen da erstmal gleich hier das Ding erkunden. Wenn wir hier schon neben sind. Ist ja auch noch so ein Ding. Ja, aber das machen wir ja später. Also erstmal kurz den Ding, dann das hier machen. Das hier wahrscheinlich noch machen. Und dann Hauptquest weiterführen. Hier gibt es auch noch wieder 1000 Quests zu machen. Ich glaube, das hier wird wieder ein Projekt, was über 100 Parts hat. Wir sind jetzt schon wie bei... Lasst mich lügen. Über 50. Ich glaube, ich habe 49 oder so hochgeladen. Und wenn ich heute jetzt den vierten aufnehme, müsste das jetzt 53 sein. Kann aber sein, dass ich irgendwie eine falsche Zahl im Kopf habe. Ja, auf jeden Fall. Gibt es hier viel zu tun. Willst du vielleicht noch ein bisschen langsamer gehen? Hoffentlich müssen wir ihn nicht wirklich beschützen. Jeden Morgen in meiner Kindheit sprachen mein Vater und ich das Gebet der Magi. Ein Versprechen an die Notleidenden. Ich bin ein Magi. Ich bin eine Feder in des Adlers Schwinge. Ein lebender Dolch. Ich stoße vom Himmel ins Herz des Chaos. Gab's Magi eigentlich wirklich? Ich bin die unbekannte Wahrheit. Die leere Schwertscheide. Der Sohn des Nils. Und der Verteidiger des Volkes. Du kannst mich nicht töten, denn ich wandle unter den Toten. Tritt hervor am Tag und ich geleite dich heim. Mein Sohn hätte dieses Gebet gelernt von mir. Hätte ich mal beibringen können, war schon alt genug zu lesen, oder nicht? Time Hoteps Lied. Wow. Aber warum sind jetzt zwei? Die sind doch mit einem Kamel angekommen. Achso, Moment. Das ist meins. Das Pferd ist nicht meins. Hier sind die immer noch. Moin, was geht, Freunde? Alles gut? Sei gepriesen, Erlöser. Okay, die haben anscheinend keinen Bock mehr mit mir zu reden. Ja, vielleicht haben die noch was Nettes zu sagen. Also, erstmal kurz Realitätsüberprüfung. Wir stehen jetzt da oben. Okay, wir waren relativ nah dran. Wir hätten direkt eingreifen können. Wäre es nicht sinnvoll gewesen, uns hier unten zu positionieren? Oder vielleicht oben so ein Stückchen weg von denen? Und nicht einfach so irgendwie gefühlt so ein Hügel weiter weg. Ich bin jetzt kein Magi, ich weiß jetzt nicht, wie die das handhaben. Ich bin auch nicht im alten Ägypten aufgewachsen, aber für mich ist es logischer, wenn man die beschützen, dass man auch in der Nähe von denen ist. Und halt, also wirklich in der Nähe. Oder er musste einen rituellen Abstand halten, weil sonst funktioniert das alles nicht. Aber die Dinger sind lustig hochzuklettern. Aber, also, ich würde auf jeden Fall eine klassische Pyramide bevorzugen. Also, wenn ich gefragt werde, welche Pyramide ich haben will, jedenfalls nicht diese hier. So, den Rest wollen wir noch nicht machen. Wir wollen nur das machen, was wir schon erkundet haben. Und wenn wir mal wieder an das Nummer Sakara wollen. Ja, das ist cool, dass man keinen Fallschaden bekommt. Haben die gut gebaut. Wenn wir mal wieder nach Nummer Sakara wollen, können wir einfach hier schon hinporten. Und dann haben wir auch gleich zwei Punkte neben uns. Können dann hier noch das uralte Grab machen mit den uralten Schriften oder was das war. Also diese Steintafeln. Dürfte kein Problem sein. Dann machen wir gleich mal diese Quest hier an. So ein Stück auch nur ein bisschen weit davon weg. Wir haben jetzt auch erst zwei Gebiete. Also sind in zwei Gebiete reingelaufen, die wir noch nicht kennen. Also die wir noch nicht erkunden wollen. Das ist einmal dieses Nomos Heraklion. Welches. Wo wir einfach mal reingefahren sind, weil ich irgendwas am Rand holen wollte. Und dann halt jetzt noch das hier, weil uns die Quest gesagt hat, hey, geh hier rein. Ich muss mal gucken, wie ich das mit dem Thumbnail mache und Part Nummer 100 dann. Ich glaube, ich werde es noch ein bisschen kleiner schreiben, weil die waren halt so ausgelegt, dass das halt zweistellig ist, weil ich dachte eigentlich, mehr werde ich nicht brauchen in Assassin's Creed. Ich weiß gar nicht, welches längste Assassin's Creed vorher war. Also Unity? Hätte man, glaube ich, auch auf sehr viele Parts strecken können, wenn man sich an 20-Minuten-Parts gehalten hätte. Was ich ja nicht gemacht habe.
Cindy, ich weiß echt gar nicht mehr, wie lang das alles war. Ich glaube, Unity waren so um die 40 Parts. Aber ich glaube, Videomaterial für mindestens 60 oder 70. Und Syndicate würde ich so auf 50 bis 60 tippen. Aber ich weiß es auch nicht. Ich kann kurz nachgucken nebenbei. Wir müssen sowieso gerade so ein bisschen laufen und da kann man die Zeit auch nutzen, um einfach mal in diese komische YouTube-Studio-App zu gucken. Und am besten nicht irgendwo vorbei zu laufen. Vielleicht soll ich mal mein Handy so in die Nähe des Bildschirms halten, damit ich dann vorbeigucken kann. Das ist ja Syndicate. Suchen wir mal. Erstmal müssen wir suchen mit Senu. Natürlich ist das irgendwo wieder drin, das ist wahrscheinlich eine Basis. Syndicate waren 76 Parts, okay. Aber das auch mit allen DLCs halt. Aber gut, DLCs mache ich ja sowieso immer, wenn ich sie habe. Es gibt wenige DLCs, die ich nicht gemacht habe. Habe ich in Assassin's Creed 2 echt gemacht? Das weiß ich gar nicht. Panchrate ist den Bruder der Zwillinge. Dieser Ort wird schwer bewacht. Bambuselt. Ja. Was wollte ich sagen? Ja, Assassin's Creed 2, das war ja so ein komischer DLC, also die DLCs. Ich habe sie damals auf der Xbox gespielt noch, dadurch die definitiv nicht. Meine Wunden altern schon. Wir schicken dir einen Hund, der sie ableckt. Und da hatte ich die halt nicht und hier habe ich sie aber, glaube ich, gespielt gehabt. Ich glaube, ich habe da irgendwie so ein Deluxe Edition mal gekauft irgendwo. Rettung schicken. Ich werde es cooler, gefunden. Ich trage dich nach Hause. Cooler gefunden hätte ich den einfach mit einem Attentat, also mit einem Stich getötet. Das Problem ist jetzt, wir müssen hier rauslaufen. Wir können ja gar nicht klettern. Da wird es wahrscheinlich ein bisschen was auf die Mütze geben. Ich habe ihn auch nochmal geschlagen, geil. Nice, ich habe Zivilisten befreit und Banditen angewandelt und habe einfach beides gemacht. So kann man auch EP fahren. Erzähl mir von deiner Entführung. Wie kommen wir am besten hin? Wir müssen auf die andere Straße. Das heißt, ich folge dem Weg. Und außerdem machen mich meine Wunden wirklich sehr müde. Ja. Und sonst gab's, glaube ich, gar kein. Weiß ich gar nicht, gab's DLCs für Brotherhood und Revelations? Also es gab klar irgendwelche Spezial-Bonus-Missionen, die man wie eine Deluxe Edition bekommt. Aber so einen richtigen DLC gab's da, glaube ich, nicht. Da gab's noch Multiplayer-Content, meine ich. Hier ist mein Haus. Bevor wir hineingehen. Und drei habe ich dir ja wieder gemacht, also hatte ich die auf jeden Fall. Da gab es doch immer diese extra Story. Meine Schwestern lieber die hässlichen Details meiner Geschichte. Natürlich. Der Mann, der meine Entführung befahl, ist ein Priester des Anubis im großen Tempel. Ein Priester aus Pascherentas Zirkel. Wie kann ich ihn finden? Er trägt einen blauen Schal und hat schrecklichen Husten. Die Echse. Sie ist gezeichnet. Bist du verletzt? Wurdest du misshandelt? Sie haben mich gefesselt und gaben mir nichts zu essen, außer trockenen Brotresten. Und? Das ist das Werk der Echse. Also werde ich meine Hände mit dem Blut eines weiteren Priesters beflecken. Der Orden ist überall. Zum Schutze Ägyptens wäre ich bereit, auch 1000 Priester zu töten. Wir sind der Gewalt verpflichtet. Jetzt. Und für immer. Ja, nice. Und Unity waren übrigens 69 Parts, aber ich denke, hätte ich die alle so... Da muss davon erfahren. Er wartet am Palast. Ich habe Pferde für uns bereit.
Okay, Folge A. Ja, ich wollte aber eigentlich erst noch kurz mein Outfit mal wechseln, weil ich fühle das Grün irgendwie gar nicht. Nehmen wir eine klassische Bayek-Montur. Worauf wartest du noch, mein Liebster? Reiten wir um die Wette, wie damals in Siva? Ah, nur wenn du bereit bist zu verlieren. Gewagte Worte. Mal sehen, ob du auch lieferst. Friss mein Staub! Und was bekommt der Gewinner? Das erfährst du nie! Wieso nicht? Du bist langsamer als Ramses und der ist schon ein paar Jährchen tot. Ich bin vor dir. Als er durchgeht. Der Part ist eigentlich vorbei, aber das müssen wir noch machen. Wollen wir wetten? Er ist ja nicht mehr wie Herausforderer. Ich habe etwas zu beweisen. Ich muss halt wirklich einfach nur nach vorne drücken. Anscheinend bin ich schneller gewesen. Tja, anscheinend. Ah, wir haben alle unsere Schwächen. Ja, und deine ist mit Anstand zu gewinnen. Was hat das zu bedeuten? Die Königin wird reden. Hören wir ihr zu. Aber wie wir zuhören, das hören wir erst im nächsten Part. Ich hoffe, es gefällt euch, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.